Blackbox-Kino in der Düsseldorfer Altstadt mittlerweile das zweite Zuhause des Ehepaars Manzin. Marisa und Joachim Manzin, beide von Beruf Übersetzer. Italienisch-Deutsch, Deutsch-Italienisch. Ihre große Leidenschaft aber ist der italienische Film, weshalb sie einmal im Monat in der Blackbox den italienischen Filmclub organisieren. Vor ungefähr 2 Jahren ist uns die Idee gekommen, da wir festgestellt haben, es gab zu wenig italienische Originalfassungen auf dem deutschen Markt, eine Reihe veranstalten zu wollen. Und so ist eigentlich dieses Kind italienischer Filmclub geboren. Mit Erfolg. Jeden Monat zeigen die Manzins einen italienischen Spielfilm, immer im Original mit deutschen Untertiteln. Ich weiß, dass auch viele Leute gerne auch Originalfilme sehen. Und gerade Italien gefällt den Deutschen sehr gut. Außerdem gibt es rund 7500 Italiener in und um Düsseldorf. Wir versuchen auch ein bisschen selber, wir beide Werbung zu machen dafür. In den italienischen Geschäften, italienischen Restaurants. Damit die deutsch-italienische Schlange in der Blackbox immer länger wird. Also wenn ich dann einen Film sehe, dann fühle ich mich in Italien. Und ich bin immer ganz traurig, wenn ich wieder rausgehe. Ich gehe nur hin, weil er heute Abend auf Italienisch gebracht wird. Der italienische Filmclub am 18. März um 19.30 Uhr im Blackbox-Kino Düsseldorf. Gezeigt wird Io non ho paura, ich habe keine Angst, ein Thriller von Regisseur Salvatore Gabriele. Ein Brite in Unna, kein Tourist, sondern überzeugter Westfale. Mit ausgefallenem Geschmack und einem ganz besonderen Laden in der Altstadt von Unna. Die einzige englischsprachige Buchhandlung in NRW. Vor 10 Jahren eröffneten Paul Underwood und seine deutsche Frau The Old Bookshop. In den Regalen an die 2000 Titel vom Kinderbuch bis zum Krimi. All in English guaranteed. Also die einzigen beiden Bücher, die wir haben in der deutschen Sprache, sind die Telefonbücher für Unna und Dortmund. In der Tat, Liebhaber englischsprachiger Literatur reisen wegen anderer Schätzchen an. Unsere Kunden kommen gut und gerne 100 Kilometer am Samstag zu uns, um Bücher zu kaufen. Das ist völlig normal für uns. Und wem der Weg nach Unna zu weit ist, dem kommt Underwood gewissermaßen entgegen. In Dortmund liest er seit geraumer Zeit aus englischsprachigen Love Stories, Romanen und Krimis. Anschließend diskutiert er mit seinem Publikum über die Bücher. Yesterday I found Violet's letters to Bill. They were hidden between the pages of one of his books. Ich mag gerne einen Geheimtipp aus der Tasche zu ziehen. Also das ist, und für viele Kunden auch so, der Bonbon. Eine Lesung voller Überraschungen also mit Paul Underwood nächsten Dienstag um 19.30 Uhr in der Auslandsgesellschaft NRW Dortmund. Nur eines darf man nicht erwarten. Oh, kein Sex, please, we're British. Befremdlich Faszinierendes in einer Ausstellung in Düsseldorf. Fotografien von Andrei Glusgold. In Moldawien geboren, zog er 1981 mit seinen Eltern nach Berlin. Mittlerweile zählt er zu den wichtigsten Nachwuchsfotografen Deutschlands. Jedes Bild eine Inszenierung, Menschen und Dinge in ungewohnter Umgebung. Albtraumhafte Szenerien, absurde Welten spiegeln die Kindheitserfahrung in Moldawien wider. In Osteuropa ist das Absurde einfach viel mehr verbreitet als in Westeuropa, sagen wir das so. Weil zum Beispiel in der Sowjetunion war das ganze Leben einfach komplett absurd. Also weil keiner lebte nach dem, was propagiert wurde. Es gab eine totale Schizophrenie dessen, was gesagt wurde und dessen, was man letztendlich tat. Auf der Suche nach dem passenden Motiv durchstreift Andrei Glusgold oft Tage und Nächte lang die Ränder der Metropolen. Ja, das ist genau der Ort, den ich liebe, weil da steht ein Wohnwagen mitten auf einem Gleis, wo man sich so und so fragt, wie das überhaupt hingekommen sein könnte. Und es ist eine absolut absurde Situation. Außerdem liegen da Stiefel daneben und ein Holzstück, was wie ein abgeschnittener Torso aussieht. Also ich finde das wunderbar. Fotografien von Andrei Glusgold bis 30. April in der OMC-Galerie Düsseldorf.